Nach Tod von Mama Elisabeth, Stefanie Hertel weint im TV. Am vergangenen Samstag lud Stefanie Hertel, 38, in die große Show zum Muttertag im MDR dazu ein, die Mütter dieser Welt an deren Ehrentag zu feiern. Neben Musikern wie Yael Khan, 36, Rotblond und Marc Percher war auch der Mama-Interpret, 62, am Start. Nicht nur die beteiligten Künstler, auch die Zuschauer und die Publikumsgäste konnten ihre Muttertagsgrüße überbringen. Dabei wurde viel gelacht, aber auch bitterlich geweint, ausgerechnet ein Käsekuchen trieb der ahnungslosen Gastgeberin die Tränen in die Augen. Für den Schlagerstar war es der erste Muttertag ohne seine Mama, verstarb letzten Dezember im Alter von 67 Jahren. Um der Moderatorin eine Freude zu bereiten, hatte der Sender am Samstag eine besondere Überraschung für sie parat. Konditormeister Karl Melwitz rührte einen Käsekuchenteig an und mit diesem zu Tränen, wie knapp 1,4 Millionen TV-Zuschauer miterleben konnten. Die süße Köstlichkeit war nämlich nach Originalsrezept gebacken und ließ in der 38-jährigen Erinnerungen an ihre Kindheit hochkommen. Die Aktion war vorher nicht mit abgesprochen. Ich konnte die Tränen in ihren Augen sehen, plauderte der Feinbäcker gegenüber Bild aus. Als Dankeschön für das zu Herzen gehende Geschenk besuchte die Schlager-Queen gleich am nächsten Tag den Kuchenkünstler und seine Frau in deren Altenburger Konditorei. Auch in ihrem neuesten Buch Über Jedenbach führt eine Brücke lässt die Volksmusikerin Erinnerungen an ihre Kindheit wieder aufleben. Ich habe dieses Werk zwei starken Frauen gewidmet, nämlich meiner Mutter und meiner Großmutter, verriet gegenüber MDR.